5000. Besucherin beim ersten Alpha-Treff 2016 zum Thema Akquise mit Viktoria Balensiefen ist Dorothee Adolfi. Zum ersten Alpha-Treff 2016 hatte Mittelstands- und Gründercoach Gabriele vom Feld am 26. Januar in den Uniclub Bonn zum Thema Akquise für Akquise-Muffel eingeladen. Das Thema des Alpha-Treffs 2016 zum Jahresauftakt ist Akquise für Akquise-Muffel. Dazu haben wir eine besonders renommierte Referentin gewonnen, nämlich Viktoria Balensiefen. Ich freue mich besonders, von ihr heute Abend für unsere Gäste ja den bunten Reigen der Akquisitionsmöglichkeiten zu eröffnen. Und bin ganz begeistert, denn es ist gelungen, Full House, wie man so schön im Glücksspiel sagt, zu erlangen. Also wir sind bis auf den letzten Platz ausgebucht. Der Vortrag von Telefonmarketing-Spezialistin Viktoria Balensiefen lockte auch Dorothee Adolfi. Sie sorgte für einen Besucherrekord als 5000. Gast des Alpha-Treffs seit 2005. Die Gründerin war extra aus Rheinland-Pfalz angereist, auf der Suche nach Akquise-Tipps für ihre geplante Selbstständigkeit als Homestagerin. Gastgeberin Gabriele vom Feld überraschte die Rekordbesucherin des Abends mit einem Jubiläumszertifikat und einer Flasche Sekt auf weiterhin erfrischendes Networking beim Alpha-Treff. Als Akquise-Profi und Impulsgeberin war Viktoria Balensiefen zum Jahresauftakt bei Alpha eingeladen worden. Die Frage, kann jeder akquirieren, würde ich mit einem ganz dezidierten Jein beantworten. Ich glaube, gerade Gründer und kleine Unternehmer sollten tatsächlich diese Akquisekompetenz auch beim Chef in irgendeiner Form vorhalten. Der kann sich Unterstützung holen über einen Dienstleister, einen externen Dienstleister oder einen internen interne Unterstützung. Die Sekretärin, die Mitarbeiterin im Vertrieb, wen auch immer. Aber der Chef selber sollte gerade bei kleinen Unternehmen dieses Thema nicht ganz weit wegschieben, weil er es selber nicht mag, sondern sich dem wirklich hinwenden, denn er muss als Person auch sein Unternehmen vertreten. Balensiefen motivierte ihr Plenum, Akquise nicht weiterhin als so unattraktiv wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt zu sehen, sondern gut gelaunt zum Erfolg zu gelangen. Den gespannten Besuchern des Gründer- und Unternehmernetzwerks präsentierte die Referentin 10 wichtige Tipps. Tipp Nummer 1. Akquise ist Chefsache. Nur die Unternehmensleitung kann überzeugend auf Augenhöhe mit Entscheidern verhandeln. Brennen Sie für Ihre Leistungen. Tipp Nummer 2. Gute Vorbereitung ist Trumpf. Aktualisieren Sie die Daten Ihrer Zielgruppen. Tipp Nummer 3. Positionierung. Worin sind Sie erfahrener, innovativer, anders als Ihre Mitbewerber? Tipp Nummer 4. Welchen Nutzen bieten Sie? Mindestens 3 gute Gründe, von Ihnen zu profitieren, sollten Sie aus dem Stand benennen können. Tipp Nummer 5. Produktauswahl. Was wollen Sie konkret anbieten? Wo erzielen Sie besonders rentable Erlöse? Tipp Nummer 6. Der Startschuss. Entwickeln Sie einen prägnanten Einstiegssatz. Üben Sie, charmant, ungekünstelt und selbstbewusst rüberzukommen. Tipp Nummer 7. Ihre gepflegte Datenbank ist Ihre Schatztruhe. Erweitern Sie Ihre Informationen permanent. Tipp Nummer 8. Angebotsfokus. Überlegen Sie genau, welches Angebot zu welchem Kunden passt. Tipp Nummer 9. Erfolgsmessung. Welche Aktion hat am meisten Erfolg gebracht? Werten Sie Ihre Ergebnisse aus. Tipp Nummer 10. Sichtbarkeit. Erhöhen Sie Ihre Präsenz und Ihre Glaubwürdigkeit, zum Beispiel durch überzeugende Referenzen. Die Wurzel zum Durchbruch bei der Akquise ist Übung. Werden Sie zum Akquisekönner, gut vorbereitet, authentisch und mit Begeisterung.